Und noch ein weihnachtliches Video. Herzlich willkommen. Ich grüße dich. Zur Weihnachtszeit gehören ja eigentlich auch Gedichte. Und ich habe neulich wieder mal so ein Zitat gelesen. Und da heißt es, Weihnachten ist keine Jahreszeit, sondern Weihnachten ist ein Gefühl. Und das drückt eigentlich das aus, was Weihnachten auch ausmacht, nämlich ein gewisses Gefühl, eine Emotionalität, die man rational manchmal gar nicht erklären kann. Und ja, dieses Gefühl wird vor allen Dingen gerne in Gedichten transportiert. Und ich möchte zwei Gedichte vorlesen von Theodor Storm. Theodor Storm, ein Dichter aus dem 19. Jahrhundert, einer der bedeutendsten Lyriker und Novellisten der deutschen Literatur. Er war ein großer Fan des Weihnachtsfestes. Für ihn war das Weihnachtsfest natürlich auch ein Familienfest, aber vor allen Dingen auch ein Fest der Beziehungen. Und das hat er versucht, immer in vielen Novellen, Erzählungen und auch in Gedichten zum Ausdruck zu bringen. Ja, eins dieser Gedichte, das erste, was ich vorlesen werde, ist sicherlich das bekannteste weihnachtliche Gedicht überhaupt, das Gedicht von Knecht Ruprecht. Knecht Ruprecht. Von draußen, vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so strolcht durch den finsteren Tann, da rief's mich mit heller Stimme an. Knecht Ruprecht, rief es, alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan. Alt und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen flieg ich hinab zur Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden. Ich sprach, o lieber Herr Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo es eitle, gute Kinder hat. Hast denn das Säcklein auch bei dir? Ich sprach, das Säcklein, das ist hier. Denn Äpfel, Nüss und Mandelkern fressen fromme Kinder gern. Hast denn die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute, die ist hier. Doch für die Kinder nur die Schlechten, die trifft sie auf den Teil den Rechten. Christkindlein sprach, so ist's recht. So geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draußen, vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's hierinnen find, sind's gute Kind? Sind's böse Kind? Weihnachtsabend. Die fremde Stadt durchschritt ich sorgenvoll, der Kinder denkend, die ich ließ zu Haus. Weihnachten war's, durch alle Gassen scholl der Kinderjubel und des Marktes Gebraus. Und wie der Menschenstrom mich fortgespült, drang mir ein heiser Stimmlein in das Ohr. Kauft, lieber Herr! Ein mageres Händchen hielt feilbietend mir ein ärmlich Spielzeug vor. Ich schrak empor und beim Laternenschein sah ich ein bleiches Kinderangesicht. Wes Alters und Geschlecht es mochte sein, erkannt ich im Vorübertreiben nicht. Nur von dem Treppenstein, darauf es saß, noch immer hört ich, mühsam wie es schien, kauft, lieber Herr, den Ruf ohn Unterlass.
doch hat wohl keiner ihm Gehör verliehen. Und ich? War's Ungeschick? War es die Scham, am Weg zu handeln mit dem Bettelkind? Ehe meine Hand zu meiner Börse kam, verscholl das Stimmlein hinter mir im Wind. Doch als ich endlich war mit mir allein, erfasste mich die Angst im Herzen so, als säß mein eigen Kind auf jenem Stein und schrie nach Brot, indes ich entfloh. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und bleibt gesund.